willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft. Ja, wie man vielleicht direkt schon am Anfang merkt, irgendwie habe ich nichts zu essen, nichts dabei. Ich glaube, wir sollten doch nochmal zurückgehen. Weiß nicht, was falsch ist. Egal. Egal, was man vielleicht merkt, ist, dass irgendwie die Musik anders ist. Ja, ich hoffe, das gibt jetzt keine großen Probleme, was so irgendwie Rechte angeht, aber dürfte eigentlich nichts Schlimmes passieren. Was es da im Hintergrund läuft, ist Technobates. Ich weiß nicht, wer es kennt. Könnt ihr mal sagen, ob es euch gefällt. So mal als Abwechslung. Aber ich find's... Jetzt komm hier hoch, du. Ich find's mal als Abwechslung relativ geil. Und ja, was mir heute so in die Arme geflogen ist beim Rumsurfen im Internet, ist, dass WhatsApp für iOS-Nutzer, also iPhone, iPad und den ganzen Kram, zu Weihnachten und wahrscheinlich noch ein bisschen länger im Moment kostenlos ist. Das heißt, ihr könnt in den App Store gehen und WhatsApp einfach so runterladen. Es ist kostenlos im Moment und ich glaube, das ist so schon die Vorwarnung von wegen dem, was so, ich würde mal sagen, ein Kauf von Facebook angeht, wo sie ja noch immer am Rumverhandeln und sonst was sind. Also da bin ich mal gespannt, was da auch noch rauskommt. Oh, hier war ein Creeper explodiert. So, also. Da ist ja auch schon unser wunderbares Haus. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Und legen uns erstmal ins Bett. So. Ja, ich habe ab jetzt Ferien. Das heißt, ich werde ohne Ende Let's Plays machen. Mal gucken, ob ich heute in diesen Ferien noch auf 150 komme. Wäre auf jeden Fall geil, wenn. Und ja, was ihr nicht vergessen dürft, ist das Gewinnspiel. Wie gesagt, in 2 Tagen ist Auslosung. Dann sehe ich, wer gewinnt. Dann werde ich mich bei dem Teilnehmer persönlich melden. Und ja, ich hoffe, es wird was. Ihr könnt noch immer mitmachen. Im Moment, was das Verfahren angeht, Dislikes zählen mit. Das heißt, wer am Ende die meisten Likes hat, gewinnt. Und Dislikes werden halt einfach abgezogen, fertig. Aber ich denke, das läuft alles. Wow. Optionen, Geräusche machen wir mal auf. So. Ist ja viel, viel angenehmer als hier für ein Röhrchen. So, da ist Erde. So, im Moment spiele ich wieder ohne Texture Pack, weil neues Update und ich es einfach zeitlich noch nicht geschafft habe. Ich bin seit gestern wieder on und alles und noch einfach nicht geschafft habe, ja, eine Texture Pack runterzuladen. So, was wir jetzt als nächstes machen, sind die hier austauschen, eine ordentliche Beleuchtung hier reinmachen. Ne? Geht jetzt gar nicht. Was auch noch neu kommen wird, also es werden auch mein Hilly Entertainment wird auch noch ohne Ende Videos machen. Von daher, Hut ab, das werden wieder geile Ferien. Und ja, Weihnachten steht vor der Tür, da lassen wir uns bestimmt auch noch irgendwas Lustiges einfallen. Lasst euch einfach überraschen. Zu Silvester, definitiv, ist schon fertig. Also, alles, was wichtig ist über die Weihnachtszeit, findet ihr hier und ihr werdet nichts Wichtiges verpassen. Und guckt einfach meine Videos, man ist so geil. Ja, ich bin ein bisschen, naja, aktiv, nennt sich das. So, 12 Leute dürften erstmal reichen, dann ab in den Keller. Ja, da schnurrt die Katze. Da wackelt die Bassbox. Oh ja. Oh, ich sehe direkt. Ich habe das Update selbst noch nie ausprobiert. Ich habe es eben runtergeladen, direkt Let's Play gemacht. Aber von dem, was ich sehe, sieht es bis jetzt relativ gut aus. Ist wohl nur ein kleines Update, aber klein, besser klein als gar nichts, ne? So. Jetzt ist hier unten aber sehr, sehr dunkel. So, habe ich hier unten noch Platz gelassen? Ah, genau, ich tue da Fackelkürbisse rein. Viel geiler, die Idee. So, nebenbei noch auf die Uhr gucken, dass die Folge nicht zu groß wird. 3, 4. 4 reichen.
So, und das zum Final Countdown, passend zum Weltuntergang, der ja sich morgen anbahnt, so wie es ja aussieht, ne? Also, da alles rum erzählt wird, dass Gangnam Style eine Vorwarnung des sonst was sei. Gangnam Style ist wohl die Vorwarnung vom... Jetzt kann ich das doch nicht anbringen. Ich krieg die Krise. Also Gangnam Style, wie gesagt, Gangnam Style soll wohl die Vorwarnung vom Weltuntergang sein, weil wohl da tanzende Pferde sind und Apokalypse besagt, dass Pferde tanzen und ach du Scheiße, ein Dreck hoch drei, finde ich, aber naja, schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr an Weltuntergang? Wird morgen echt die Welt untergehen? Werden wir morgen alle sterben? Sehen wir uns im Fegefeuer? Und was noch so war, was ich noch so gelesen habe, es gibt bestimmte Internetseiten, wo man sich auf den Weltuntergang 2, 3, 2, 3, da kann man sich wohl auf den Weltuntergang vorbereiten. So, mal kurz zählen. 1, 2, 3, da kommt die hin. Kann man sich wohl auf den Weltuntergang vorbereiten. Dann ist da eine Liste, was man alles zum Weltuntergang braucht. Also totaler Schwachsinn. 2, 3, 4, 5. Also echt Schwachsinn ohne Ende. So. Das ist ja schon fast fertig. Jetzt haben wir wenigstens auch eine halbwegs ordentliche Deckenbeleuchtung. Und was mache ich mit denen? Keine Ahnung. Die an die Wand auch nicht. Das ist mal echt mies. Also, schreibt mal in die Kommentare, glaubt ihr an die große Apokalypse, dass die Welt jetzt untergehen wird, dass jetzt sonst was passieren wird oder keine Ahnung, was da ja noch alles kommen wird. Und ja, so sieht man sich direkt im nächsten Video. Jetzt werden die Videos kürzer werden, aber ich denke, das dürfte euch nicht stören. Gut, dann bis zur nächsten Folge hier bei Minecraft exklusiv.